Mittelstand TV, Freunde und Freundinnen. Heute ist jetzt endlich der Tag, wo wir die Pico 216 mit dem richtigen Sound versehen werden. Beziehungsweise, wir haben das eigentlich schon gemacht. Aber da einige gefragt haben, ob wir den vielleicht dann auch mal zeigen können, wie man den Sound auf einen Zimodic-Coder bekommt, werden wir das mal eben gleich ein bisschen anreißen. Zu Besuch Lokführer NRW, vielleicht auch vielen bekannt von YouTube, der Daniel. Hallo, grüßt euch. Ja, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger und haben schon ein bisschen viel in die Köpfe zusammengesteckt. Kommt nie was Gutes bei raus. Ja, auf jeden Fall, der Daniel wird dann gleich mal euch da so ein bisschen was zeigen. Ja. Der Sound, wie gesagt, ist schon auf den Decodern drauf. Genau. Auf den drei Loks. Das zeigen wir jetzt halt hier nicht mehr, weil das würde auch zu langwierig sein. Aber wir können euch mal eben zeigen, wie gesagt, ihr holt ihn von der Homepage runter, ihr bestellt bei Alexander Meyer den Ladecode und ja, das umreißt der Daniel mal eben kurz und zeigt euch ein bisschen was. Ja. Anders können wir es eigentlich auch gar nicht großartig machen, weil zu sehr ins Detail gehen wäre zu langwierig für einen Videofilm. Und es geht ja eigentlich darum, jetzt zu zeigen, dass der Sound von Alexander Meyer natürlich wesentlich realer ist als der so angepriesene Pico-Sound. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir so, mal. So, wie der Heinz ja gerade schon gesagt hat, wollte ich euch eine kleine Einführung geben, wie das denn so überhaupt funktioniert. Wie wir einen Sound von Zimo, der zum Beispiel einen Ladecode benötigt, auf einen Decoder aufspielen, geschweige denn diesen Ladecode erwerben, um diesen Sound aufspielen zu können und freigeschaltet zu bekommen, weil das ja die Voraussetzung ist. Und zwar folgendes. Also wir haben uns jetzt beispielsweise auf die Lollo den Sound fixiert gehabt, weil Pico hat ja da dieses wunderbare Modell als Vorserie, jetzt nicht mit den runden Vorbauten, sondern noch mit den eckigen Vorbauten und dem Knickrahmen so gesehen auf den Markt gebracht, aber eben diese Lok hat auch diesen Maybach Motor gehabt und ja, der Originalsound von Pico ist natürlich sehr bescheiden, wie wir sagen müssen. Das wurde ja auch auf Facebook und auf anderen Plattformen schon diskutiert und mit Sicherheit auch in einigen Foren. Und ja, wenn wir jetzt auf der Seite von Zimo gehen, um uns diesen Sound von Alexander Meyer in dem Falle, der gecodet, also gesperrt ist, besorgen wollen, dann gehen wir auf die Seite von Zimo. Das ist leider etwas unübersichtlich dargestellt, aber ich zeige euch einmal, wie das funktioniert im Endeffekt. Dann geht ihr auf die Seite von Zimo, zimo.at, geht dann mit der Maus im Bereich Update und Sound auf den Bereich Zimo Sound Database, klickt es an. Dann suchen wir natürlich anhand der Landesflaggen für Deutschland. Und dann gucken wir hier. Hier ist zum Beispiel farblich hervorgehoben, welche Sounds freigeschaltet sind und welche kodiert sind, also die einen Ladecode brauchen, weil man die sonst nicht auf den Decoder laden kann. Auch nicht nur laden, nicht abspielen, man kann die überhaupt gar nicht auf den Decoder bringen. Also der muss vorher eingegeben werden, der Code, dazu kommen wir gleich noch. Da gibt es ja hier bekannte Größen wie Matthias Henning, Heinz Deppen, Georg Breuer, Arnold Hübsch und wie sie alle heißen und eben halt Alexander Meyer in dem Fall, weil er eben den Sound für die Lollo bzw. Baureihe 216 V160 Vorserie anbietet. Und so, dann suchen wir uns anhand der Baureihenbezeichnung die Lok einmal raus. In dem Falle steht dann hier Baureihe 216 Vorserie, coded, in blau hinterlegt, Alexander Meyer. Klicken das an. So, dann haben wir hier die Vorgeschichte zur Lok und hier unten steht dann ein Plus, ein grünes Plus, das klicken wir an und dann haben wir hier einmal die Version, mittlerweile sogar schon in 16-Bit, für die neuen Zimo MS-Decoder zur Verfügung. Hier hinten rechts steht dann einmal Dokumentation, da können wir uns dann quasi die Unterlagen zum Decoder und zu den Einstellungen, die Voreinstellungen, die dann auf den Decoder geladen werden,
ansehen und auch die Übersicht der Sounds. Und hier ganz unten ist zum Beispiel für unsere Auswahl für die MX Decoder 644, 645 und wie sie alle heißen, quasi der Sound hier als ZIP-Datei. Da klickt man dann einfach einmal an. Jetzt wird die Datei runtergeladen. Da haben wir sie. Hier oben auf dem Desktop habe ich jetzt die Datei. So, das ist jetzt quasi die Datei, die wir gleich in den Decoder laden möchten. So einfach kommt man an den Sound. Allerdings, wie gesagt, noch nicht freigeschaltet. Dazu kommen wir jetzt. Hier hinten, wie gesagt, ist der Bereich Dokumentation. Wenn man das anklickt, dann kriegt man als PDF-Datei die Information, wo erstens mal drin stehen, A, welche CVs sind programmiert und welche Werte sind wie und wo programmiert worden. B, eine Geschichte zum Vorbild, meistens mit Bild, in dem Fall ist jetzt glaube ich kein Bild dabei. Und drittens, die Übersicht der Sounds und auf welchen Tastenbelegungen der F-Tasten diese Sounds abgespeichert sind. So, jetzt schließen wir das Ganze mal. Wir haben jetzt auf dem Programmer, hier an der Seite haben wir einen Decoder aufgesteckt von Cimo. Den Ladecode musst du noch laden. Ach genau, den Ladecode wollten wir noch erwähnen, richtig. Also ich gehe zum Beispiel so vor, der Ladecode kostet je nach Betreiber ungefähr 15 Euro. In dem Falle sind es bei Alexander Meyer 15 Euro. Ich gehe dazu auf die Seite MyBodyCube. Das ist jetzt keine Werbung, das ist meine persönliche Information an euch. Wenn ihr den Ladecode haben möchtet, kann ich euch die Seite empfehlen, mybodycube.de. Dann geht ihr mit dem Mauszeiger auf den Bereich Digitales und Co. Dann in den Bereich Zubehör. Und dann ist hier unterteilt nochmal in Kategorien, zum Beispiel Sound Ladecodes. Das, was wir jetzt brauchen. Und dann sind hier nach Betreiber, zum Beispiel Georg Breuer, Heinz Deppen und so weiter, Matthias Henning ist hier mit aufgelistet, Christian Leopold Seder, aka Leo Soundlab, sollte auch für manche ein Begriff sein, sind die Ladecodes hier anhand von den Decodern, zum Beispiel MX645, gestaffelt. So, wir gehen jetzt ganz nach unten in unserem Fall. Hier haben wir dann Ladecode für Soundprojekte Alexander Meyer, für Cimo, MS oder MX Decoder. Kostenpunkt sind 15 Euro. Dann klickt ihr das an und dann müsst ihr, ich mache das jetzt mal, um es einfacher zu veranschaulichen, das anhand von einem Blatt. Ihr müsst den Decoder entweder mit eurer Digitalzentrale oder mit einem Programmiergerät, einem Programmer, ESO-Programmer oder sowas, auslesen. Und in dem Falle müsst ihr jetzt zum Beispiel hier 4 CV-Adressen auslesen. Ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen. In dem Falle bei Cimo ist es CV250, da haben wir hier den Wert zum Beispiel 1221 ausgelesen. CV251 war die 1. Der dritte ist CV252, ist dann die 54 gewesen. Und CV253 war in diesem Fall 182. Das Ergebnis dieser Nummern ergibt nachher von dem Decoder quasi die Seriennummer. Diese Werte. Das heißt nur für diesen einen Decoder. Also wer jetzt meint, genau, ich habe jetzt Ladecode-Nummern, ich kann bestellen. Nein, er kann es nicht. Richtig. Weil der Decoder dann nämlich sagt, bin ich gar nicht, Edge. Genau, dieser Code, den wir da auslesen, diese Seriennummer, die betrifft nachher den Ladecode, den ihr zugeschickt bekommt, der auch in 4 anderen CVs aber eingetragen werden muss, um diesen Ladevorgang, den Sound freizuschalten, ist wirklich nur auf diesen einen Decoder quasi gebrannt. Ne? Also ihr könnt das jetzt nicht sagen, oh, ich kann den Code jetzt auf 10 andere Decoder noch übertragen und kann überall dann den Alexander Meyer Sound aufspielen. Dem ist nicht so. Jeder Decoder bekommt seinen eigenen Ladecode anhand der Entschlüsselung der ID, also der Seriennummer des Decoders. Und damit bekommt ihr dann quasi den Code zugeschickt, den ihr dann in andere CVs, was ich gleich nochmal zeige, eintragen müsst, bevor ihr die Sounddatei mit dem Cimo-Programmer oder mit einer Z21 schwarz in den Log-Decoder programmieren könnt. Ne? Also die Reihenfolge müsst ihr einhalten. In dem Falle müssten wir jetzt hier quasi in dieser Spalte CV250, dann hier den Wert 221, darunter den Wert 1, darunter den Wert 54 und dann als letzten Wert die 182 eintragen. Ich mache das jetzt einfach mal eben fix, so damit ihr das einmal gesehen habt.
So, ich trage jetzt die Werte ein, die wir ausgelesen haben. Da müsst ihr halt nur darauf achten, dass ihr euch da nicht vertut, weil sonst ist der Ladecode zwar bestellt, aber der passt nicht zu eurem Decoder. Dann habt ihr quasi 15 Euro in den Sand gesetzt. Das wäre ärgerlich und hilft euch nicht weiter. So, ich habe die vier Werte eingetragen. So, dann gehe ich in den Bereich Warenkorb. Wer noch nicht auf der Seite registriert ist, muss sich registrieren. Hier habt ihr nochmal dann die Übersicht, für wen ihr den Ladecode bestellt. In dem Fall Alexander Meyer, weil wir ja den Lollo-Sound haben möchten. Nochmal die einzelnen CVs, die ausgelesen worden sind von euch. Dann geht ihr zur Kasse, bezahlt. In dem Falle akzeptieren die hier jetzt zum Beispiel nur PayPal. Ihr schickt das ab. Dann bekommt ihr innerhalb von 1 bis 2 Tagen in der Regel eine E-Mail zurück. Oder wie diesmal, nach 3 Stunden. Ja, wir hatten echt Glück. Wir haben also insgesamt 3 Ladecodes angefordert und hatten die wirklich dann innerhalb von 3 Stunden per E-Mail zurückbekommen als PDF-Datei. Dann bekommt ihr von bei Badico, nachdem die Codes bestellt und geordert worden sind auf eure Decoder, bekommt ihr quasi eine Rechnung. Und da stehen dann quasi nochmal oben die bestellten Decoder, Ladecodes und hier unten werden dann quasi die bestellten Ladecodes für Alexander Meyer für Decoder 1, 2 und 3 angegeben mit der jeweiligen CV, wo der Wert zum Beispiel hier bei 260, dann 42, 61, 4 und so weiter und so fort eingegeben werden müssen. Wie das funktioniert, zeigen wir euch gleich noch. Erst dann ist der Decoder für den Sound freigeschaltet und kann bespielt werden. Vorher nicht. Keine Chance. So, jetzt zeigen wir euch dann noch mal ganz kurz, etwas kürzer in der Form, wie ihr hier zum Beispiel die Sounddatei, die wir uns ja bei Simo runtergeladen haben, in den Decoder abspeichern können und wie wir den Ladecode eintragen, damit der Sound freigeschaltet aufgespielt werden kann, nachdem ihr den Ladecode zurückerhalten habt. Dazu gehen wir dann folgendermaßen vor. Wir haben uns vorher auf der Internetseite von Simo natürlich die Programme runtergeladen, die frei zur Verfügung stehen. Um den Decoder auszulesen, um den Ladecode einzutragen, öffnet ihr das Programm ZCS von Simo. Es dauert einen Augenblick. Dann ist die Benutzeroberfläche aufgerufen. Wir benutzen jetzt dieses MX-Ulfa Programmiergerät zum Laden der Dateien von Simo selber. Das ist soweit mit USB-Kabel angeschlossen. Um das Ganze dann zu aktivieren, damit der Decoder ausgelesen oder beschrieben werden kann, klickt ihr hier unten links auf dem Symbol, wo jetzt offline steht, einmal drauf. Oh, ich habe das falsche USB-Kabel angeschlossen. Augenblick, Vorführeffekt. Wir haben noch den ESO-Programmer angeschlossen. Ein Augenblick. So. Kein Gerät gefunden. Kann er auch nicht, weil es nicht da ist. Jetzt machen wir das jetzt nochmal zu. Öffne nochmal das Programm. Wie gesagt, dafür zum Auslesen der Ladecodes und zum Bespielen anderer CV-Einstellungen nutzen wir das Programm ZCS von Simo. So, nachdem die Maske geladen worden ist, geht ihr hin. So. Klickt hier unten auf das USB-Symbol offline einmal drauf. Jetzt hat er den MX-ULF-Programmiergerät von Simo gefunden. Öffnet zeitgleich hier oben rechts noch das Fahrpult. Da könnte man jetzt ausprobieren, Lichtfunktionen, Soundfunktionen, die ab Werk auf dem Decoder sind, um zu sehen, aha, Decoder funktioniert, alles prima. Da ist auch die Adresse angegeben, ab Werk standardmäßig im Adresse 3. So, wenn ihr jetzt dann hingehen wollt und möchtet den Ladecode eintragen, damit der Decoder anschließend zum Bespielen vorbereitet ist. Dann geht ihr hier oben auf den Bereich Decoder, oben im Menü, und dann steht als drittes Sound-Ladecode. Einmal anklicken, dann öffnet sich ein Fenster. Dann steht jetzt hier zum Beispiel Decoder-ID. Das ist noch auf 0, weil wir haben den Decoder noch nicht ausgelesen. Das machen wir jetzt. Wir gehen auf Lesen. Jetzt liest unser Gerät den Decoder am Tester aus und siehe da,
Die Code-ID ist die ID, diese Nummern, diese vier CVs, die wir vorhin einzeln ausgelesen haben, um unseren Ladecode bei MyBadiQ in dem Fall anzufordern. 221, 1, 54 und die 182. Darunter steht jetzt ein freies Feld mit Ladecode. Da müsste man jetzt theoretisch hier Feld 1 die Ladecodes eingeben, beziehungsweise diese vier Werte, die wir ja hier auf dem Zettel mitgeteilt bekommen haben. Ich mache das jetzt, simuliere das jetzt mal, der Decoder ist schon fertig bespielt. Der erste Wert wäre 260, der zweite Wert wäre in dem Falle, nee Quatsch, der erste Wert ist 147, CV 260, so. Der zweite Wert ist 42, der dritte Wert wäre hier 142 und der vierte Wert für den Ladecode wäre die 185. So, anschließend klickt ihr hier einmal rechts auf Schreiben. Dann macht der Decoder wieder diese Geräusche auf dem Tester. Dann ist der Ladecode geschrieben und der Decoder ist frei für alle Soundprojekte, die auf der Internetseite von Cimo von Alexander Meyer angeboten werden. Ihr könnt den Decoder auch beliebig oft mit anderen Sounds von Alexander Meyer überschreiben. Auch mehrmals, wenn es sein muss. Der Code bleibt so lange drin, bis ihr den Decoder einmal resettet habt. Dann ist der Decoder wieder auf Werkseinstellung und dann müsstet ihr diesen Code wieder neu eingeben. Das ist das Einzige, was ihr beachten müsst. Ansonsten ist das eigentlich kinderleicht. So, dann habt ihr den Decoder, den Ladecode quasi schon freigegeben. Dann könnt ihr hingehen, offline, schließen des Programms ZCS. Jetzt haben wir ja hier noch unsere Datei, unsere Sounddatei, die wir auf den Decoder laden möchten. Und dazu gehen wir dann hin, machen wieder unsere Cimo-Programme auf, die ich hier in einem Ordner habe. Und dann gehen wir auf das Programm Cimo Sound Programmer. Doppelklick, öffnen. So, dann öffnet sich das Fenster. Dann haben wir hier das Projekt runtergeladen. Das ist eine, bei Cimo nennt sich das ZPP-Datei. Das heißt, wir haben jetzt hier angegeben ZSP, Cimo Sound Programmer und Update. Man kann dem Decoder auch gleichzeitig, bevor der Sound eingeladen wird, auch noch ein Decoder-Update verpassen. Dafür braucht ihr aber eine Internetverbindung, zum Beispiel über WLAN oder so. Und dann holt er sich automatisch von der Cimo-Webseite die Datei runter. Und dann ist der Decoder von der Firmware selber auch aktualisiert. Ist bei manchen Projekten sogar vorgegeben, macht er aber automatisch. Da kriegt ihr dann ein Bild eingeblendet. Ihr geht dann auf Soundprojekt in Klammern ZPP in den Decoder laden. Klickt das einmal an. Dann fragt euch das Gerät, wo habt ihr euer Programmiergerät angeschlossen. Hier hat er den jetzt automatisch gefunden auf COM3. Dann sagen wir OK. So, dann kann ich hingehen, dann öffnet sich mein Fenster. In dem Fall gehe ich jetzt auf den Desktop. Da wird dann ZCS, die Datei ZPP, angezeigt von Cimo. Die klickt ihr an. Einmal anklicken, öffnen. Das mache ich jetzt nicht, sonst überschreiben wir den Decoder ja wieder. So, dann geht dieses Fenster auf. Dann steht hier Decoder gefunden, die Bezeichnung vom Decoder, flashen, also der Decoder wird gelöscht. Und dann läuft hier eine Zeitspanne ab in Form von Kilobyte. Ich sage jetzt mal 3750 wäre jetzt die Sounddatei. Und dann läuft der Statusbalken, der Fortschritt, bis zum Ende durch. Solange ist dann hier aber das Feld rot. Unter gar keinen Umständen in der Zeit irgendwo die USB-Verbindung zum Programmiergerät oder den Strom abschalten oder trennen. Auf gar keinen Fall machen, weil danach ist der Decoder unbrauchbar. Weil der hat dann die Dateien nicht fertig geschrieben. Und ihr habt dann eventuell das Problem, dass ihr den einschicken müsst und der Decoder platt ist. Ne, warten, bis dieses Feld hier mit fertig erscheint, bis der blaue Statusbalken einmal durchgelaufen ist. Fertig anklicken, dann könnt ihr anschließend hingehen, um den Decoder zu testen. Macht ihr wieder das Programm ZCS auf. Und dann könnt ihr im Anschluss, wenn der Decoder fertig beschrieben ist und alles wunderbar funktioniert hat, sofern er jetzt keinen Defekt haben sollte oder sowas, weil dann bricht er automatisch ab, geht ihr wieder auf den Bereich Online, dann geht euer Fenster auf und dann könnt ihr hier mit den Funktionstasten F1 bis schlag mich tot F28 anhand der Liste, die ihr dann vorher ja euch als PDF runtergeladen habt, den Decoder ausprobieren. Das ist quasi möglich, ne? Wie ein Farbpult, wie eine Digitalzentrale. So, das ist quasi
das ganze Hexenwerk bei Zimo. Es ist, ich sag mal im Vergleich, wenn man sich mit ESO auskennt oder mit Döhler und Haas Programmer, etwas komplizierter und man muss wissen, welche Reihenfolge muss ich wie und wo einhalten, aber so ist der Ablauf im Großen und Ganzen. Ja, und ESO wird, kennen ja doch irgendwo die meisten, wie man das immer wieder raushört, ist halt die gängigste Marke. Ja, das war jetzt eine Kurzumschreibung. Ich hoffe, dass es auch einigen hilft, die jetzt halt gefragt haben, ob wir sowas mal zeigen könnten. Ja. Hat der Daniel eigentlich sehr schön gemacht. Also das habe selbst ich kapiert. Das Einzige, was wir vielleicht noch gleich mal zeigen sollten, ganz kurz, wie wir das dann machen, wenn wir zum Beispiel Funktionen Sound ein und aus von F8 auf F1 legen. Das können wir dann ja gleich auch nochmal machen. Genau, richtig. Und ansonsten, wenn gleich noch Zeit ist, zeigen wir vielleicht auch noch eben Döhler und Haas, weil da haben wir hier auch noch ein Projekt liegen. Genau. Ja, ansonsten werden wir jetzt den Decoder alle einbauen. Zwei sind ja schon eingebaut. Da zeigen wir gleich mal ein kurzes Video von. Jetzt bauen wir noch bei der Roco Lollo den Decoder ein, dass die dann auch fertig ist. Ja, genau. Ja, und ansonsten würde ich sagen, zeigen wir nachher noch ein paar Fahrvideos und das genau. War es dann im Großen und Ganzen. Ja. Ja, bis später mal. Ja, jetzt haben wir zwei Loks mit dem Zimo-Programmer fertiggestellt. In beiden Loks verschiedene Anordnungen von Lautsprechern. Diese Lok jetzt hier hat zwei Lautsprecher 10x15 und hört sich dann so an. Verschwunden. Das war jetzt die Lok mit den zwei Lautsprechern, wie gesagt 10x15 von Zimo. Und jetzt kommt die Lok mit dem einfachen Lautsprecher 13x18 von Zimo. Ja, die linke Lok ist dann jetzt wie gesagt die mit dem Dumbo 13x18 von Zimo und der hört sich dann so an.
ganz links, jetzt mal als Vergleich, ein Metallmodell von Trix. Und das ist die Lok vom Daniel, Lokführer NRW. Und die hört sich dann nochmal anders an. Die hat jetzt auch zweimal 10x15. Genau. Aber in einer Schallkapsel, genau. Und da merkt man schon mal den Unterschied zu einem Metallmodell. Was jetzt jedem eigentlich aufgefallen sein dürfte, ist, dass der Sound von Alexander Meyer also wesentlich realistischer ist als der so angepriesene Pico-Sound, wo eigentlich nur Fahrstufe 1 und irgendwas sein soll. Aber hier merkt man wenigstens vernünftige Abstufung des Motorsounds. Genau so ist es.